Hallo liebe Gaming-Freunde und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword. Und ich denke, ich werde mal hier ein paar Leute befragen, wenn ich sie befragen kann, ob sie sowas gesehen haben. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe. Also, wie das Relikt, das andere, was wir suchen müssen. Mein Vogel ist dank dir wieder gesund. Okay, du weißt ja absolut gar nichts. Du vielleicht. Hallo Link, Stru hat mir ein paar Tipps zum Insektenfang gegeben. Er hat gesagt, man könnte Insekten viel leichter fangen, wenn man das Netz seitlich schwingt. Oh cool. Und man muss sich den Insekten ganz langsam nähern und dann ganz schnell das Netz schwingen. Das ist schön für dich. Vielleicht gehe ich doch nochmal. Hallo Schmetterlinge. Ich brauche halt kaum noch Insekten und sowas. Ich verbessere irgendwie gar nichts die letzten 50 Folgen. Was wollte ich sagen und nicht lügen? Genau, ich warte nochmal kurz in die Ritterschule. Weil da ist ja noch ein Oberheini, der wissen könnte, wo das andere Relikt ist. Oder wie ich zum Triforce komme. Oder hast du nicht gesehen? Ansonsten muss ich halt doch arg suchen. So. So, wir waren nämlich hier in diesem Zimmer noch gar nicht. Meister Dingsbums, Titors Zimmer. Meister Titor, du scheinst mir gut voranzukommen. Mach weiter so. Leck mich doch am Arsch. Miau! Wie kommt der Typ eigentlich nachts mit diesem Kätzchen klar? Kann mir das mal jemand verraten? Girunas Zimmer. Wer war nochmal Giruna? Giruna ist nicht da. Dann ab ins nächste Zimmer. Ach ja, das war Zeldas Zimmer. Da kriegen wir ja nichts geschissen. Ah, Zelda mit ihrem Papa. Gut. Ich werde wohl über übel so suchen müssen. Oder steht's auf der Karte? Wir können auch mal bei der Statue der Göttin suchen. Hallo, Statue der Göttin, Wohnviertel, Dorfplatz, Ritterschule. Okay. Wir gucken mal, was so die Umgebung sagt. Ob wir irgendwo noch ein kleines, rot blinkendes Relikt finden. Oder so eine Insignie halt. Danke. Hallo? Ding, 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 ding. La, 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 la. Komme ich eigentlich irgendwie wieder auf die Statue drauf? Ich glaube nicht, ne? Nö, wahrscheinlich nicht. Und drin glaube ich auch nicht, dass da was abgeht. Nee, warum auch? Okay. What to do? Suchen, suchen, suchen. Es wurde auch gesagt, dass ich es schon mal gesehen hätte. So als Tipp. Ich habe es schon hier im Wolkenhort gesehen. Ich meine, es ist so als Tipp, das ist perfekt, wenn man das so schreibt. Besser als jeder Spoiler. Aber für mich gerade ein bisschen wenig, weil ich habe in diesem Spiel schon viel gesehen. So, komme ich hier nicht rüber. Das ist ja doof. So, meine Ausdauer gibt wieder den Geist auf. Toll. Oh, ist die Musik schön hier. Und es hört jetzt wieder auf, weil wir wieder im Wolkenhort sind. Wo die Musik auch sehr schön ist. Das ist nicht zu verachten. So, hier kommt man nur wieder raus. Ich suche jetzt die Insel einfach systematisch ab. Ich hoffe, es ist irgendwo draußen. Und nicht irgendwo drin versteckt. Das Herzchen nehme ich mit. Oh, klappern wir erstmal so die Ränder ab. Oh, du bist ja süß. Ich habe zufällig mein Netz dabei. Hatten wir schon eine Himmelsanbeterin?
Nö. Dann hätten wir das auch mal voll. Okay. Hier unten vielleicht? Ach, Katze. Ich denke schon, was wird denn da anvisiert? Hier vielleicht. Na, du bist ja süß. Komm, ich nehme dich mit. Oh, sorry. Aber es kann ja fliegen. Gehen wir einfach mal hier hoch. Und schauen, was Sache ist. Schöne Blümchen. Mhm. Okay, ich habe es wirklich schon mal gesehen. Aha. Es hat sein Auge zurück. Ist doch schön. Zeigst du mir jetzt, wo das Triforce ist? What the fuck? Das ist nicht kaputt gegangen. Ja? Oh. Ich habe den Wolkenhort kaputt gemacht. Scheiße. Oh nein. Ich habe den Wolkenhort kaputt gemacht. The fuck? Wow. Mhm. Interessant. Mir macht nur Sorgen, die ganzen Brocken, die runtergefallen sind, die werden jemandem ganz sehr wehtun. Darüber mache ich mir gerade am meisten Sorgen. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Triforce in diesem Gebäude befindet, liegt bei 85%. Folge Zeldas Auftrag und vernichte den Todbringer so schnell du kannst. Der Todbringer. Oh je, oh je, oh je, Mine. Oh je, Mine. Ich guck mir das da unten mal an. Ich sollte treffen. Warte mal, so. So vielleicht. Schauen wir uns das Ganze mal an. Sofern man da unten speichern kann, denn das würde ich vorher sehr gern tun. Na, ich hatte es doch. Ich sehe es halt nicht. Ach, da. Oh, Junge. Ich bin so aufgeregt. Ich werde hier nie wieder rauskommen. Verdammt. Turm des Himmels. Und was zum Speichern? Oh Gott sei Dank. Das ist auf keinen Fall das Triforce. Es ist die Dungeon-Karte. Okay. Okay. Ah, die einzelnen Teile muss ich finden. Na, wunderbar. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten.
In diesem Gebäude befinden sich die drei Quellen heiliger Energie, die drei Fragmente des Triforce. Ich habe die Orte, an denen ich ihre Kraft verspüre, auf der Karte mit einem Dreieck markiert. Das habe ich gesehen, Liebste. Oh, ja. Okay, dann wollen wir mal. Oh, guck mal. Und, oh, what? Ernsthaft? Das ist ja cool. Warte mal. Ich kann die Räume verschieben oder... Jau, ich kann die Räume verschieben. Alter Falter. Bin ich hier gerade drin oder dort? Warte, hier müsste doch der Anfangspunkt sein, oder? Moment, ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Ah ja. Oh Gott, ich liebe sowas. Das ist genial. So, das runter. Dann könnte ich das da hinschieben. Das kommt erstmal da weg. Ich bräuchte das Teil hier. Aber ich kann den nicht verschieben. Ja, wie dann? Gibt es in mehreren Räumen solche Teile? Wow! Wow! Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Aus dem eben ertönten Geräusch schließe ich, dass sich der Aufbau des Gebäudes verändert hat. Ja, ach. Durch diese Veränderung ist es nun möglich, den angrenzenden Raum zu betreten. Ich weiß. Ich schlage vor, durch die Nutzung dieser Kontrolltafel den Weg zu Fragmenten des Triforce zu eröffnen. Ich glaube, ich habe mich verlesen, ist mir gerade aber egal. Das ist so cool. Ich finde das genial. Ich mag diese Spiele, wo man so ein Bild neu zusammensetzen muss. Was zur Hölle ist das für ein Raum? Okay, das habe ich nicht erwartet. Aber auch sehr cool. Wer hätte das gedacht? Nein, der andere bitte. So, und jetzt... Na, genau dann verändert er seine Schnauze. Ach, geh doch weg. Uaiei. Das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Ich wollte nur weg. Achso. Ich brauche das da. Ui. Warte mal. Stopp. Nein, ich wollte stoppen. Ach, was ist denn hier wieder los? Pass mal up. Nein, B-Item bitte. Und schwingen. Was? Ach nee, ich muss das erst abmachen. Okay. Ich sollte vielleicht nicht so oft runterfallen. Das wäre eine Idee. Moment. Wow! So. Wieso machst du das denn nicht ab? Bist du deppert? Geht doch. Was zur Hölle, Link? Was zur Hölle tust du da? Link will mich verarschen. Ja, geht doch. Ja, es geht doch. Ich hab dich genau gesehen. Wunderbar. Zumindest weiß ich noch, wie die Spinnen funktionieren. Ach, herrje. Nein, ich wollte nur zentrieren. Nein, ich kann mit dem Item nicht zentrieren. Okay. Das funktioniert so leider nicht. Okay. Das dreht sich natürlich. Warum auch nicht? Lass mich in Ruhe. Danke. What?
Wo muss ich denn hin? Oh Gott, ich muss gleich sterben. Hier sind Bomben. Das ist schwer. Das ist ja gemein. Hallo, hörst du mal auf, rot zu sehen? Auf jeden Fall haben wir da Bomben. Kann ich die abnehmen? Au! Ja, kann ich. Und dann mache ich euch alle fertig. Ich schmeiß das nämlich hier rein. Ich hätte vielleicht den in der Mitte anvisieren sollen. Oh, guck mal, da war eine Scheibe. So eine Zielscheibe. So, du kriegst erstmal aufs Fressbrett. Und dann ist der werte Vogel hier dran. Hallo? Mach mal bumm! Verdammt. Okay, ich werde versuchen, ihm so auszuweichen. Das kriegen wir schon hin. So, jetzt muss ich erstmal zentrieren. Sonst wird das hier nie was. So, erstmal gehe ich ganz zur Seite, damit du mir nicht auf den Sack gehst. Dann gehe ich hier hin. Da, lass mich bitte in Ruhe. Und dann gehe ich darüber. Wunderbar. Wunderbar. Und dann kann ich hier rüber. Oh, jetzt wird es mal ein bisschen knackig hier. Das finde ich sehr gut. Und hepp. Du folgst mir aber nicht, ne? So, pass auf. Wir brauchen hier wirklich alles an Items, was wir hier finden konnten. Heppa. Ja. Wunderbar. Das gefällt mir sehr gut. Sehr gut. Und ja, ich kenne das mit den Schmetterlingen. Ich brauche sie nur nicht. Ich töte sie sogar aus Versehen. Okay. Hier ist was zum Speichern. Hier ist was zum Betätigen. Hättest du die Güte? Shortcut offen. Okay, das war's dann aber für heute dann hier, leider. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, wir finden im nächsten Raum auch nochmal ein Pult. Und vielen Dank fürs Zusehen, Kommentieren, Liken und was ihr nicht sonst alles für mich tut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!